Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Aufnahme. Wir spielen Rise, Son of Rome. Ihr seht, ich habe hier schon 100%, dennoch werde ich mit euch eine neue Kampagne starten. Ich denke, wir werden Soldat spielen, weil Soldat ist für eigentlich alle immer als normal ausgelegt, ja? So. Ich will hier nochmal betonen, dass das Spiel echt brutal ist. Also ich weiß, manche sagen COD, das ist doch nicht brutal. Aber das hier ist echt brutal, finde ich. Also überlegt es euch lieber nochmal zweimal, ja? Okay. Ja, möchte ich. Effekte. Boah, die kriegst schon einen Halbsteifen, ne? Er ist hier. Götter, steht mir bei. Er will mich töten. Er ist hier. Hier. Helft mir. Hilfe! Beschützt euren Kaiser! Ich, Nero! Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Rise, Son of Rome. So, da haben wir gespeichert. Drücke A, um Angriffe abzuwehren. A. Okay. Jetzt kommt das Intro natürlich. Drücke Y, um Gegner wegzustoßen. Y. Okay. Drücke X für einen Angriff mit dem Schwert. X. Wählen Sie mit Steuerkreuz unten den Gesundheitserholungsbonus aus. Boni legen die Art der Hinrichtungsbelohnung fest. Sie können Boni jederzeit auswählen und wechseln. Nicht vergessen, Sie müssen Feinde hinrichten, um den Boni zu verdienen. Steuerkreuz um. Mhm. Drücke RT, um Gegner mit geringer Gesundheit hinzurichten. RT. Drücke Y, um fortzufahren. Drücke während der Hinrichtung die Taste, die der hervorgehobene Farben des Ziels entspricht, bevor diese verschwindet. Y. So. Drücke X, um fortzufahren. Wenn du deine bla bla bla. Aha, Bewertung, Auszeichnung, je höher, bla, aufblinken der Farbe. Okay. Wie du merkst, hast du nach der Hinrichtung Gesundheit regeneriert. Okay. Ah.
So, können wir? Sehr gut. Ja, erstmal verkackt. So. AT. Boah, Y. X. Und X. So. Wie ihr seht, ist das Spiel nicht gerade zimperlich. Oh, schon wieder verkackt. Dennoch ist es nur Button Smashing. X. Und selbst wenn man die Reihenfolge der Tastendrücke beim Finisher nicht richtig erfüllt. Wie, warte, kann ich vielleicht jetzt mal vormachen? So, das Y, jetzt drücke ich X, jetzt drücke ich Y. Ja. Hab ich falsch gemacht, geht aber trotzdem weiter. Ah, jetzt habe ich mir gerade meine Kruste am Knie aufgeritzt. Boah. Ich hoffe, das rutscht jetzt nicht. Das wollte ich jetzt gerade alle wissen, ne? So, Y. X. Pfeile! Vorher kommen Pfeile auf. Wie ihr seht, seht ihr oben links schon eine relativ große, unnormale Gesundheitsanzeige. Und hier diesen Finisher, den hätte ich von Anfang an auch nicht machen können. Ja. Das sind jetzt die Nachteile. Aber nähern sich den Palasttoren. Die müssen ihnen zuvorkommen und sie zurückhalten. Vorwärts, Männer! So, das sind die Nachteile von einem LP, das man jetzt schon mal gespielt hat, weil jetzt hat das Spiel sozusagen meine Spielfortschritte gespeichert, die Gesundheitsanzeige, und wie man unten sieht, Level 7, okay, Level 7, ansonsten wäre ich nur Level 0 gewesen oder Level 1. Demzufolge haben wir jetzt auch schon ein paar Finisher, die man normalerweise nicht hat. Boah, krass. So. Die erste Folge wird knapp 15 Minuten lang sein. Und ja. Einfach mal um zu gucken, wie euch das Spiel gefällt. Gebt mir ruhig mal ein paar Feedback-Kommentare. Ob ich es gut mache, ob ich es nicht so gut mache. Ob zu viel laber. Okay, drücke LB, um ihren Röbern Befehle zu geben. LB, Salve abfeuern. Salve abfeuern! Ende der Kommentare. Egal. So. Ich weiß auch momentan nicht, ob das Spiel zu laut, zu leise, asynchron oder was weiß ich ist. Ich werde es einfach in der ersten Folge einfach mal ausprobieren, ja? Dies geht um die Verteidigung, Soldaten. Der Großteil der 18. ist immer noch kampflos. Wir verfügen über drei Hilfseinheiten: Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Geile Flagge. Sichere die Palasttore, organisiere die Verteidigung. Okay. Ah. Ja, das hier ist jetzt eine taktische Ansicht. Hier ist einmal Linie bilden. Befiehl deinen Soldaten, die Lücke zu schließen und die rechte Flanke zu sichern. Du wirst die linke Flanke mit deinem Scorpio beschützen müssen. Ja, ich kann nicht nach links und rechts. Normalerweise kann man auch nach links und rechts und dann andere Soldaten Befehle geben. Wobei dann halt die andere Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel nach links gehe, dann ist die andere Seite jetzt rechts. Dann hat die andere Seite jetzt rechts den Nachteil und die muss ich dann selber beschützen. Aber momentan können wir hier nur die Linie bilden. Ah. Bildet eine Linie. Schütze die linke Flanke mit meinem Scorpio. Okay. Ja. Halte RT zum Heransummen gedrückt und lass zum Abfallen los. Zerstöre leuchtende Gegenstände, um Gegnern in deren Nähe zu schaden. Okay. Habe ich gerade schon gemacht. Auszusehen. RT. Ey. Boom. Ja. Okay. Ja, ne? Momentan kann ich nicht mehr machen. Doch, da. Salve abfallen. Geil. Ja, die fallen die aber auf die eigenen Männer. Ja. Was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht viel machen. Rechts kommen alle klar. Da kommen auch noch alle klar. Oh.
Puff. So, jetzt brennen die eigentlich alle. Guckt ihr diese Animation mal an, Alter. Ich mag die Spiele eigentlich, weil das ist einfach mal ein Spiel für zwischendurch. Einfach mal ein paar Mal auf die Tasten drücken und dann klappt alles. Ein bisschen Story, obwohl die jetzt nicht gerade so geil ist. Ist halt, ich spoilere jetzt ein bisschen, ist halt ein bisschen eine Rache nur. Alles. Und ansonsten hat es eigentlich gar keine richtige Story. Und bevor ich jetzt zu viel spoiler, sag ich einfach lieber nichts, ne? Den hat er jetzt schon abgemuxt. Links, die Dinger sind weg, die Bogenschützen. Ja, jetzt cheate ich einfach mal ein bisschen. Ich mach mal die Salve. Wie lange dauert das denn? Alter, jetzt kommen dicke Steine. Oh. Oh, oh. Ich will nicht sterben. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Okay. Sorge für die Sicherheit des Kaisers. Betritt den Palast. Okay, die Linie hat sich einfach. Wir haben sie zurückgeschlagen. Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft. Du hast jetzt genug Ehre, um deine erste Verbesserung zu kaufen. Drücke Select, um das Verbesserungsmenü zu öffnen. Mache ich. So. Jetzt kann ich einmal Hinrichtungen kaufen, ja? Hinrichtungen, die habe ich. Ja, das ist jetzt der Nachteil. Normalerweise hat man hier jetzt gar keine Hinrichtungen. Ja? Da ich jetzt aber die Kampagne neu gestartet habe und es irgendwie gespeichert wurde, wahrscheinlich stand das ganz am Anfang da, sind die jetzt hier alle freigeschaltet, ja? Ich kann hier einmal durchgehen, damit ihr einmal lesen könnt. Ja, hier kann man auch Fokus dazu gewinnen. Das wird gleich als erklärt, was Fokus ist. Wie ihr seht, habe ich mich auf Gesundheit und XP spezialisiert. Einfach schnell durchgehen. So, rückwärts gewandt. So, Umgebung. Okay, da gehe ich jetzt nicht durch. Und Koop halt. Okay, so. Das wären halt die Verbesserungen. Boah, ich habe 97.000. Einfach mal auf Gesundheit. Denn am Ende sollst du wieder zu Staub werden. Doppel in Richtung Todesstöße, Abtrennung des linken Armes. Schwungvoller Stoß mit dem Schwertgriff ins Gesicht. Hieb gegen den Armsprungtritt. Okay, machen wir jetzt einfach mal, ne? Ich könnte das jetzt mit Ehre oder Gold kaufen, ja? Ehre ist die Spielerfahrung. Und Gold ist halt die Ingame-Währung. Also, was ich mir jetzt kaufen könnte mit Echtgeld. Wir kaufen es aber erstmal mit Ehre. So. Jetzt könnte ich nach Fähigkeiten verbessern. Da habe ich einmal mehr Gesundheit. Das habe ich halt ganz hoch. Deswegen ist das links oben, wie ich es euch schon gezeigt habe, relativ hoch. Der Fokus. Das wird noch erklärt, was Fokus ist. Die XP. Wie viel ich pro Manöver krieg. Was ist das? Fokus-Zuwachs-Verbesserung. Und halt Inventarkapazität von den Pfeilen. Und brennender Adler, das wird auch noch erklärt. So. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, bevor wir jetzt da reingehen, war es das für die erste Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wer bis jetzt durchgehalten hat. Ich wette mit euch, die meisten haben schon 8-mal abgeschaltet. Aber egal, ja? Lasst einfach eine Bewertung da, einen Daumen hoch, Daumen runter, einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss!